Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch, wie ihr diese schöne Mütze nachhäkeln könnt. Also ich finde, das Muster hat mir so gefallen, das ist wunderschön. Ja, es wird, ich sage euch mal eben, was zu der Häkelart, genau, ich hätte schon bei einer Strickart gesagt, und zwar wird die Mütze komplett quer gehäkelt. Ich finde das immer ganz toll, weil man kann dann wirklich diese Art oder diese Arten von Mützen in jeder Größe super toll und einfach nachhäkeln. Denn ihr häkelt einfach so lange die Runden, bis ihr dann merkt, dass ihr euren Kopfumfang erreicht habt. Am besten ist es natürlich immer, wenn ihr zwischendurch mal anprobieren könnt. Ansonsten hinterlasse ich euch aber auch in der Beschreibung unten allgemeine Größen zu Alter und entsprechenden Kopfumfängen. Da könnt ihr dann gucken. Und ja, also es könnt ihr wirklich mit jeder Wolle auch machen, mit jeder Nadelstärke. Ich habe jetzt hier ein Baumwoll-Mischgarn genutzt. Das ist dann auch schön dehnbar. Und das hinterlasse ich euch auch noch in der Beschreibung, was ich hier genau genommen habe. Ich habe mit einer Nadelstärke Nr. 4 gehäkelt. Finde ich auch von der Dicke jetzt richtig schön. Und ja, dieses Mützchen hier in dem Video ist ungefähr für ein Baby, das 3 Monate alt ist. Ich habe hier so einen Kopfumfang von 40 cm genommen. Und ja, also wie gesagt, wir häkeln quer. Wir starten hier. Das sind Kettmaschen, die in diesem ersten Teil immer gehäkelt werden, und dann haben wir immer 4 und 4 und 4 Maschen. Das heißt, dann werden 4 halbe Stäbchen, 4 Kettmaschen, 4 halbe Stäbchen, 4 Kettmaschen und so weiter. Das macht man in der Rückreihe genauso, wie man das vorher gemacht hat, und in der Reihe danach macht man das genau im Wechsel. Hier, wo die halben Stäbchen waren, da sieht man die, kommen dann Kettmaschen, und da, wo die Kettmaschen waren, kommen dann die halben Stäbchen. Also es wird immer Runde für Runde im Wechsel. Also wie gesagt, eine Runde hin und eine Runde zurück gleich. Man sieht das ja, die eine Runde und die andere Runde. Und dann immer wieder, wenn man hier unten neu startet am Bündchen, kommt dann der Wechsel. Dann wird genau das Entgegengesetzte dann gehäkelt. Und zwar immer 4, 4, 4, 4. Also ich habe jetzt hier angeschlagen insgesamt 34 Luftmaschen. Ich habe hier gerechnet 8 für das Bündchen, aber das könnt ihr auch ganz individuell gestalten, wie hoch ihr euer Bündchen hier haben wollt. Das macht ihr so, wie ihr möchtet. Plus dann, wie gesagt, diese Stückchen immer mit den 4 und 4. Also hier im Muster muss das dann auf jeden Fall teilbar durch 8 sein. Und hier oben habe ich dann nochmal 2 Kettmaschen hier gehäkelt, wo man dann hinterher den Faden dann auch durchzieht. Genau, oben wird es einfach nur zusammengezogen, das Mützchen. Also keine Abnahmen, nichts mit reingehäkelt. Die fällt dann schön so ründlich halt aus. Ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Mützchen gefällt, legt doch sofort los. Es ist auch eine tolle Idee als Geschenk, finde ich, jetzt vielleicht auch zu Weihnachten. Also ich finde schon eine besondere Mütze, ist jetzt nichts so, was man einfach nur mit Stäbchen oder so häkelt, ist schon ein ganz tolles Muster. Ja, dann viel Spaß beim Häkeln und vergesst nicht, wenn euch mein Video gefällt, mir einen Daumen hoch zu geben, und ihr könnt mich dann auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren, und dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Und jetzt starten wir und viel Spaß beim Mithäkeln. So, wir starten mit unserer kleinen Mütze. Also wie gesagt, die Mütze könnt ihr jetzt in jeder Größe häkeln. Ich sage euch auch, wie wir jetzt was hier aufteilen, warum wir die Anzahl von Maschen anschlagen. Also wir werden jetzt bei dieser Größe mit 34 Luftmaschen starten. Wir machen jetzt erstmal hier unsere Schlaufe. Ich hatte euch ja eben am Anfang erklärt, wie sich die Teile zusammensetzen. Also ich habe mich hier entschieden, für das Bündchen an der Stirn 8 Maschen anzuschlagen. Dann für den Rest der Mütze mit dem Muster 24. Denn das Muster, das muss teilbar durch 8 sein. Und das funktioniert bei 24. Und dann zum Schluss nochmal 2 Maschen. Das ist dann immer das Ende oben, wo dann hinterher auch zum Schluss die Mütze zusammengezogen wird. 2 Luftmaschen und insgesamt sind das dann 34. Also wir starten jetzt. Also das müsst ihr dann entscheiden, wie viel ihr für euer Bündchen haben möchtet, wie hoch die Mütze überhaupt sein soll.
Und dann müsst ihr, wie gesagt, darauf achten, dass die Teilbarkeit durch 8 gegeben ist und dann am Ende immer noch 2 Endluftmaschen. So, also wenn ihr jetzt dieselbe Größe habt, dann häkeln wir jetzt 34 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das wäre im Grunde genommen das Bündchen an der Stirn, denn wie gesagt, wir häkeln ja quer. Das ist immer ganz schön, dann kann man hinterher wirklich so weit häkeln, wie auch der Umfang des Kopfes ist. Das kann man immer wieder zwischendurch anprobieren und testen und so weit dann halt häkeln. So, 8 Stück haben wir und insgesamt 34 Luftmaschen in diesem Fall. So, ich habe jetzt hier meine 34 Luftmaschen. Also wir starten jetzt hier, quasi hier unten ist jetzt das Bündchen. Wir häkeln eine weitere. Das ist dann unsere Wendeluftmasche im Grunde genommen. Eine weitere Luftmasche. So, überspringen jetzt diese eine weitere Luftmasche, gehen in die danach und häkeln jetzt 8 Kettmaschen. So, wir ziehen den Faden hier durch und ziehen ihn sofort durch unsere Schlaufe. In die nächste Masche auch. Wir gehen hier rein und das machen wir jetzt mit 8 Maschen. Das ist die zweite Masche für Masche. Die dritte, einfach in die Masche rein und dann, als ob wir eine feste Masche häkeln, aber wir ziehen eine Kettmasche direkt hier durch unsere Schlaufe durch. So, 1, 2, 3, 4, das war die vierte, dann 5, 6, 7, und 8. So, das sind die 8 Maschen, die für die Stirn sind, für das Bündchen. So, und jetzt kommt das Muster, das sich immer aus 4 und 4 zusammensetzt. Wir häkeln jetzt 4 weitere Kettmaschen. Wir fangen jetzt hier mit den Kettmaschen an. 4 weitere. Die stellen jetzt aber schon das Muster dar. 1. 2, 3 und 4. So, die nächsten 4 häkeln wir halbe Stäbchen. Eins, zwei, drei. Und 4. So, also Masche für Masche. Dann kommen jetzt wieder 4 Kettmaschen. 1, 2, 3 und 4. Dann kommen wieder 4 halbe Stäbchen. So, und das machen wir jetzt immer im Wechsel bis hier oben hin. Und hier oben müssten auf jeden Fall 2 Kettmaschen zum Schluss, die hatte ich so eingeplant in der Rechnung, dass hier oben immer 2 Kettmaschen gehäkelt werden. Also wir machen das jetzt so im Wechsel weiter. 4 Kettmaschen, 4 halbe Stäbchen, 4 Kettmaschen und jetzt 4 halbe Stäbchen. Ich schalte mich hier am Ende nochmal ein. Ich habe jetzt meine 4 halben Stäbchen. Wie gesagt, wenn wir jetzt hier richtig gezählt haben, dann haben wir jetzt noch 2 übrig. Und diese 2 werden immer als 2 Kettmaschen hier, egal wo wir gerade beim Muster sind, immer hier oben 2 Kettmaschen. Denn das ist dann immer das Ende oben, der Zipfel der Mütze. So, wenn wir dann hier am Ende sind, häkeln wir auch hier immer eine Wendeluftmasche. So. Und ab jetzt häkeln wir immer nur in das hintere Maschenglied rein. So entsteht hier auch unser Muster weiter. Also wir haben die Wendeluftmasche hier gehäkelt. Die lassen wir natürlich unberührt und häkeln jetzt hier, nicht hier vorne, sondern hinten in das hintere Maschenglied rein. So. Und häkeln auch hier, Entschuldigung, wir sagen, ach nee, doch, war richtig. Wir sind hier bei den oberen 2 Maschen, das waren 2 Kettmaschen. Die erste ist immer hier ein bisschen schwierig, aber es funktioniert.
meine Fäden hier alle holen. So, und dann noch eine zweite. Wir hatten ja immer zwei am Ende. Eine zweite Kettmasche. So, dann in dieser Runde machen wir noch weiter mit dem Muster, so wie wir gerade gehäkelt haben. Das heißt, hier sind jetzt vier halbe Stäbchen dran. Die machen wir weiter und weiterhin. Also es wird nur noch in das hintere Maschenglied gehäkelt. Jetzt die ganze Mütze entlang. Eins, zwei, drei, ups, hat sich der Faden gelöst, Moment, zwei, das war jetzt die dritte, drei und noch eine vierte, ein viertes halbes Stäbchen, also das bleibt so immer vier und vier. So, dann waren wir da die vier Kettmaschen. Dann machen wir hier weiter, auch in das hintere Maschenglied. Na? Jetzt aber. Eins. Zwei. Und 4. So, und in diesem Wechsel häkeln wir jetzt weiter bis hier unten hin. Und mein Licht ist hier gerade nicht so hell, deswegen sehe ich das so ein bisschen schlecht. Ich muss mir das weiter rumdrehen. Also dran denken, nur in das hintere Maschenglied häkeln und immer 4 halbe Stäbchen. Jetzt haben wir 4 Kettmaschen. Jetzt sind wieder die 4 halben Stäbchen dran in das hintere Maschenglied. So. Gleich in der zweiten Runde, in der nächsten wird man auch ein bisschen schneller automatisch. So und so weiter. Das waren jetzt wieder 4 halbe Stäbchen. Und so macht ihr weiter bis hier unten hin. Und nicht vergessen, die letzten 8 sind die Kettmaschen. Oder wir sehen uns am besten hier nach den halben Stäbchen nochmal eben wieder. So, ich bin jetzt hier bei den 4 letzten halben Stäbchen. Jetzt kommen wieder 4 Kettmaschen. Also man muss das schon so ein bisschen nach hinten drehen hier, damit man das sieht, wo die Einstichstelle ist. 2, 3 und 4. Also ihr müsst schon immer mitzählen, damit ihr euch hier wirklich im Muster auch nicht vertut. Aber es sind ja nur 4 Stück. So, dann haben wir hier einmal unser Muster und jetzt kämen die letzten 8, die immer so gehäkelt werden, egal was jetzt gleich hier auch passiert, wenn das Muster gleich wechselt, denn das ist die Stirn, also das Bündchen an der Stirn, das waren 8. So, 1, 2, 3 4 5 6 7, also wie gesagt, auch gerade hier unten immer schön mitzählen und 8, damit ihr auch nicht die letzte verpasst. Dann müsst ihr hier ein bisschen. Gerade am Anfang ist das erstmal noch ein bisschen fester. So, und da ist auch schon die 8. Hinterher lässt sich das alles viel besser greifen, wenn wir so ein Stückchen gehäkelt haben. So, und dann sind wir hier ganz unten. Und auch hier häkeln wir jetzt wieder eine Wendeluftmasche. So, wenden unsere Arbeit. Und dann geht das wieder von vorne los. So, 8 Kettmaschen für das Bündchen an der Stirn, da sind wir gerade. Wir gehen natürlich nicht in die Wendeluftmasche, sondern hier in die erste Masche. 8 Kettmaschen. Und die erste ist immer ein bisschen schwieriger, finde ich. 1, 2,
3, 4, 5, 6, wir machen das jetzt zusammen bis da oben hin, 6, 7 und 8. So, damit haben wir unser Bündchen, also den Stirnbereich hier, die 8 Maschen. Und jetzt kommen die 4 Maschen, die zum Muster gehören. 1, 2, 3, 4, die wir vorher auch als Kettmaschen hatten. Und jetzt wechselt das nach 2 Reihen. Und zwar genau andersrum. Jetzt häkeln wir 4 halbe Stäbchen und dann 4 Kettmaschen. Drehen quasi das Muster jetzt um. Dadurch entsteht hinterher dieses schöne Muster. Also halbe Stäbchen und immer wieder zählen. 1, 2, 3 und 4. So, 4 halbe Stäbchen haben wir und jetzt kämen dann im Wechsel wieder die 4 Kettmaschen. 1, 2, 3 und 4. Und ihr merkt, man kann es jetzt schon besser halten. Es geht jetzt ein bisschen flüssiger. Also das ist nur der Anfang, dass das so ein bisschen schwieriger scheint. So, wir hatten 4 Kettmaschen. Jetzt kommen wieder 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Also es ist nichts Schweres dabei, ihr dürft euch nur nicht vertun, damit das Muster wirklich immer so gegenüber ist, damit das auch so, ja, so dann hinterher aussieht. Am besten immer mitzählen. Ja, und so geht das weiter, Runde für Runde. Also ich würde mal sagen, jetzt häkelt ihr erstmal so im Wechsel bis hier oben hin weiter. Hier oben treffen wir uns gleich wieder und dann wenden wir auch nochmal gemeinsam. So, ich bin hier oben am Ende der Mütze. Ich habe jetzt hier meine 4 Kettmaschen gehäkelt. Das heißt, ich brauche hier noch meine 2 Kettmaschen zum Ende der Mütze hin. So, 1 und die zweite. Moment, es versteckt sich immer hier so ein bisschen. So, und da ist die zweite. So, aber die dürft ihr wirklich nicht vergessen, nicht, dass die Mütze dann hier oben kürzer wird. So, 2 Kettmaschen am Ende habe ich. Jetzt häkeln wir wieder eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und wir bleiben noch genau bei diesem Musterverlauf, denn wir haben ja erst eine Runde jetzt so gemacht. Es werden immer 2 Runden gleich gegenüber gemacht und dann wird gewechselt. Das heißt, wir haben ja eben erst gewechselt, jetzt wird nochmal eine Runde genauso gehäkelt. Also es wird im Grunde genommen immer hier unten bei dem Stirnbündchen gewechselt. So, unsere Wendeluftmasche hatten wir. Wir machen wieder unsere 2 Randkettmaschen für hier am Ende der Mütze. 1 und 2. Und dann, hier hatten wir halbe Stopp. Nein, das waren Kettmaschen. Es geht jetzt mit Kettmaschen weiter. 4 Stück. So, 1, 2, 3 und 4. Die halben Stäbchen waren in der Vorrunde. So, 4 Kettmaschen und hier hatten wir die halben Stäbchen und dann häkeln wir da gegenüber auch nochmal halbe Stäbchen. Hinten, ne, nicht vergessen, nur in das hintere Maschenglied, halbe Stäbchen, 1, 2, 3 und 4. So, dann wieder 4 Kettenmaschen. 4 Kettmaschen sind bei mir immer ein bisschen fester. Vielleicht kann man darauf achten, dass man sie nicht zu fest zieht. Sehe ich auch gerade hier. 2, 3 und 4.
So, dann wieder 4 halbe Stäbchen und so weiter. Also das Muster wiederholt sich jetzt. Wenn ihr mitzählt, kann eigentlich auch nichts passieren. Hier unten denkt dran, nach den 4 halben Stäbchen die 8 Kettmaschen immer für das Bündchen. Wendeluftmasche. Ich würde sagen, wir wenden noch einmal gemeinsam. Wir machen einmal noch mal ein Stückchen zurück. Also wir treffen uns gleich hier am Ende wieder. So, ich bin jetzt hier am Ende der Runde. Also wie gesagt, hier unten müsst ihr wirklich immer aufpassen, dass ihr die 8 dann auch mithäkelt. Also das ist bei mir immer ziemlich stramm, aber wenn man mitzählt, dann funktioniert das. So, dann hier wieder eine Wendeluftmasche. Wir wenden unsere Arbeit und es geht wieder los mit unseren 8 Kettmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Also wie gesagt, das funktioniert jetzt hier immer besser. So, unsere 8 Kettmaschen. Und jetzt müssen wir das Muster wieder umdrehen, denn wir hatten hier 2 Runden gehäkelt und wir sind ja auch hier unten. Hier unten wird das dann immer wieder geändert, wenn wir am Bündchen sind. Das heißt, jetzt 4 Kettmaschen, denn vorher hatten wir hier die halben Stäbchen. Und genauso wird die ganze Mütze jetzt immer weiter gehäkelt, immer im Wechsel, immer 2 Reihen mit dem gleichen Muster gegenüber. Und dann immer wieder, wenn man hier unten startet, wechselt das Muster wieder. Also jetzt keine halben Stäbchen, sondern wieder die Kettmaschen. 1, 2, 3, 4. So, und dann 4 halbe Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. So, und das macht ihr jetzt Runde um Runde weiter, bis ihr hier den Umfang erreicht habt. Also ihr müsst euch das ja so vorstellen, wir häkeln ja jetzt gerade hier so quer. Die Mütze wächst so und hier unten ist das Bündchen. Das könnt ihr euch dann dem Kind oder wem auch immer, für wen die Mütze ist, um den Kopf halten, bis ihr die Weite, den Umfang erreicht habt. Und dann zeige ich euch hinterher, wie es weitergeht. Ja, und deswegen war es auch wichtig, wir haben ja immer 4 und 4, dass das Muster teilbar durch 8 ist ab hier. Also ihr definiert vorher hier die Höhe des Bündchens, das ihr haben wollt. Wahrscheinlich habt ihr dann ein höheres, wenn das für jemand Erwachsenes ist. Und dann, wie gesagt, kommt das Muster geteilt durch 8, das ist wichtig. Und dann hinterher hier oben plane ich halt immer noch 2 Kettmaschen ein, damit man zum Schluss die Arbeit hier schön nochmal, damit das hier auch schmaler wird. Und da zieht man dann einfach zum Schluss den Faden durch. Okay, dann viel Spaß jetzt beim Rundendrehen. Vergesst nicht zu zählen und dann sehen wir uns nach einiger Zeit wieder. So, ich habe jetzt hier bei unserer Mütze den Umfang erreicht, also wie gesagt, ich sage es immer wieder, am idealsten ist es natürlich, wenn ihr das jetzt so anprobieren könnt, dann legt ihr das so einmal um den Kopf, zieht auch ein bisschen, damit das schön stramm hier sitzt. Und wenn ihr das nicht könnt, dann könnt ihr euch an allgemeine Angaben halten. Die hinterlasse ich ja wie immer in der Beschreibung unten. Ich habe jetzt hier auch mein Zentimetermaß. Ich weiß, ich brauche ungefähr 40 cm, also hatte ich schon geguckt, dass ich das hier natürlich auch nicht zu stramm, es soll ja nicht wehtun am Kopf, aber dass man schon so ein bisschen zieht und dann komme ich auf meine 40 cm und das macht ihr dann halt für die Breite, für den Umfang, sage ich mal, den ihr dann benötigt. So, und wenn wir dann soweit sind, dann verschließen wir jetzt unsere Arbeit. Um die Arbeit zu verschließen, legen wir auf links. Das ist ja hier die linke Seite. Das ist hier unser Muster. Links, denn hier entsteht dann hier oben die Naht. Verschließen wir jetzt hier mit Kettmaschen. Und zwar, wir gehen hier in unsere erste Masche rein. Wir holen uns hier unsere Schlaufe. Mal eben den Faden nehmen hier. So, ziehen unsere Schlaufe hier einmal durch. Und verschließen einmal hier mit einer Luftmasche. So, wir gehen jetzt direkt
hier in die nächste. So, und gehen hier jetzt aber auch in die hintere. Wir bleiben hier bei den hinteren, bei den Maschen, und wir häkeln auch weiterhin Kettmaschen hier. So wird jetzt die Arbeit verschlossen. So, wir verschließen unsere Arbeit hier, die Naht mit Kettmaschen. Das heißt, wir gehen dann wieder hier in die nächste Masche und gehen auch hier dann, wir sehen ja, wo wir vorher waren, und gehen dann wieder in die nächste. So. Und schließen wieder mit einer Kettmasche. Und das machen wir jetzt hier die ganze Zeit entlang, immer in die hintere. Dann bleiben wir bei und verschließen mit einer Kettmasche. Und wieder in die nächste und hier hinten in das letzte Maschenglied und verschließen. So, und so arbeiten wir uns hier dran entlang. Und da wir das hier 1:1 machen, sollten wir dann hier hinten am Ende auch so, also es scheint jetzt immer, das ist immer so, die Startseite ist immer ein bisschen schmaler, aber es sind ja gleich viel Maschen. Das zieht sich hinterher hier, keine Angst, alles so zusammen. Man sollte dann 1:1 hier hinten enden. Denn wir achten ja auch drauf, dass wir hier 1:1 unsere Maschen so verschließen. Deswegen drehe ich das auch wirklich immer nochmal so zu mir hin und gucke, wo ich hier auch wirklich reinsteche. So, und verschließe die Arbeit. Und immer, da bleiben wir jetzt bei, auch jetzt, wenn das gleich das Muster hier anfängt. Wir machen, verschließen hier immer so weiter. Gut, das macht ihr jetzt bis oben hin und dann sehen wir uns gleich oben wieder. So, und am Ende der Runde sollte das hier genau hinkommen. Ich bin jetzt hier auf der Ecke und bin hier dann in der letzten hinteren, in dem hinteren Maschenglied auch wieder, verschließe meine Arbeit. So, und wir sind jetzt auf der linken Seite. Also wir schneiden jetzt erstmal den Faden hier ab, und zwar ruhig großzügig, weil wir den ja gleich oben noch durchziehen werden. So, sichern ihn ab. So, das ist die linke Seite, wie gesagt, hier ist ja auch die Naht, und hinterher haben wir hier die rechte Seite. Hier haben wir jetzt unsere Arbeit gerade geschlossen. So, sieht man schon mal das wunderschöne Muster. Und dann ziehen wir jetzt noch hier oben unser Mützchen zusammen. So, wir können auch ruhig auf der rechten Seite hier bleiben. Von hier aus können wir das ruhig zusammenziehen. Hier haben wir noch einen Faden. Den vernähen wir hinterher, den ziehen wir dann hinterher nach innen. Und der Faden, mit dem wir eben gerade aufgehört haben, den wir jetzt großzügig abgeschnitten haben, damit ziehen wir oben unsere Mütze schön zusammen. Und zwar, wir sind jetzt hier rausgekommen und ich würde sagen, hier bieten sich immer schön Lücken an, und zwar vor diesen Erhöhungen, die wir hier haben. Also wir gucken hier, so vor den Erhöhungen bieten sich immer solche Lücken an. Und da fädeln wir das jetzt hier einfach so durch. So. So, hier ganz oben. Ihr müsst dann nicht direkt hier hinter wieder raus. Ich gehe dann erst zum nächsten hier. Also, dass das so einigermaßen hier gut verteilt ist. So, von hier und dann hier rüber. Dann bietet sich das hier wieder an. So, und so arbeiten wir uns jetzt an der Mütze hier dran entlang, bis wir wieder vorne ankommen. Und dann ziehen wir gleich einfach alles zusammen. So, genau, das macht jetzt jeder für sich, bis er ganz am Anfang wieder angekommen ist. Und dann machen wir den Rest wieder zusammen. So, ich habe jetzt den Faden hier komplett durchgefädelt. Diesen Faden, der eben so ein bisschen weiter hier unten hing, den habe ich mir von hinten einfach so hier hochgezogen. Dann kann man das nämlich gleich auch schön verknoten. So, und jetzt ziehen wir hier vorsichtig hier dran entlang in unserer Arbeit, bis unser Loch hier verschwunden ist. So, und jetzt können wir hier
den anderen Faden nehmen auch, damit sich das hier nicht mehr öffnet. Schön ziehen. Das wird dann gleich von innen noch ein bisschen vernäht. Können wir einmal hier zuknoten, damit sich das hier nicht mehr öffnet. So, also schön festziehen. So, und dann, wir sind ja hier auf der rechten Seite, ziehen wir jetzt unseren Faden nach innen mit einer Nadel. So, auf der linken Seite des Mützchens dann, wenn ihr dann die Fäden reingezogen habt, dann vernäht ihr das hier oben einfach nochmal so ein bisschen schön hin und her. Dann könnt ihr auch den Rest, falls hier noch ein Stückchen Loch sein sollte, habt ihr das dann auch dadurch verschlossen. Ja, und dann drehen wir unser Mützchen einfach nur wieder auf rechts. Also es war ja eben links. Da vernähen wir alle Fäden. Ja, hier haben wir jetzt nichts mehr. Und dann haben wir im Grunde genommen unser Mützchen fertig. Ich finde, das ist ein wunderschönes Muster. Und ja, wie gesagt, diese Mütze könnt ihr in allen Größen so nachmachen. Vielleicht auch mal als Geschenk überlegen. Und ja, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Häkeln. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ihr könnt mich auch gerne abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst ihr auch keine neuen Videos in Zukunft von mir. Ich sage wie immer vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!